So, da sind wir. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Evil Within 2. Ich bin René. Und beim letzten Mal haben wir hier ein paar Entdeckungen gemacht. Ja. Nämlich, wir sind hier wieder in unserem Hauptraum. Also in unserem Polizeibüro hier. Sozusagen unsere Basis. Und plötzlich sind hier diese Symbole aufgetaucht. Diese Symbole. Wir kennen sie aus dem ersten Teil. Das ist das Kreuz des Kult von Ruvik. Gehört hat, was ist das? Das ist die Mucke von Lilly. Hey, hast du es geschafft? Hat dein Internet doch geklappt? Where is this place? Ja, wir sind jetzt also in so einer Art Untergrundkatakombe. Wir hören menschliches Getue. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich natürlich zu hören. Naja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir, sind wir weitergekommen. Wir haben nämlich Stefano besiegt. Ich denke, wir haben ihn sogar getötet. Oh, ich habe gerade Fußball gespielt mit einem Kopf. Okay. Ah, Stefano besiegt. Vermutlich sogar getötet. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Weiß ich nicht, denke ich mal. Aber Stefano hatte schon davon gesprochen, dass er auf den Befehl von irgendjemandem hinarbeitet. Und das... Diese verbrannten, verkohlten Leichen, das ist uns schon mal aufgefallen, das haben wir schon mal gesehen. In dem Raum, kurz bevor wir gegen die Obscura gekämpft haben, da waren auch so ganz viele Leichen, die versucht haben, zu einem Punkt zu kommen. Was gibt's hier noch? Da ist der Altar. This symbol looks familiar. Like I've seen it in the real world. Nicht in the real world. Du hast es damals in Beaconment. Beacon Mental Hospital. Da hast du es gesehen. Okay. Rein in die dunkle, dunkle. You have come for answers. I am here to help. Wer spricht da? Who? What was that? Totenköpfe fliegen und springen. Ich habe übrigens jetzt in meinem Stream eine Extension installiert. Die nennt sich... Okay, ich habe ihren Namen komplett vergessen. Aber diese Extension soll dafür sorgen, dass wenn Besucher im Stream klicken, und zwar auf den Stream, sozusagen als Overlay, dann soll das hier bei mir angezeigt werden. Das heißt, man kann mich dann theoretisch in Realtime darauf hinweisen, wenn ich irgendwas gesehen habe. Vielleicht. Ich weiß nicht genau, ob das so gut funktioniert oder ob das überhaupt funktioniert. Aber falls es funktioniert. Ach nö. Das sieht doch keine. Oh. Ich dachte, ich komme jetzt nicht mehr durch. Aber das sieht doch gut aus. Ich denke, hier komme ich durch. Oh, das ist ja abgebröckelt. Looks like they were burned alive. Okay. Torture devices. This place is almost medieval. Aber Gunpowder. Ich glaube, der braucht das nicht mehr. Nägel? Wo kommt der Schrei her? Von da unten. Sollte ich mich heilen? Vielleicht Heil Items habe ich noch. Eins. Und eins. Ah, ich werde mich mal nicht heilen. Oh, aha. Secret Doorway. Schauen wir uns das mal das Secret an.
Ja, vielleicht. Ist da jetzt gerade jemand vor kurzem erst gestorben? Was? 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 Oh, du! Hey, 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 hey! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Mist, 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 Mist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Töte ihn! Oh nein, das war's. Das war's. Oder? Nein, ich kann doch. Okay. Okay, ja, ich wurde. Ja, ich wurde gedarksoult. Gedarksoult. This symbol looks familiar. Like I've seen it in the real world. Klar. Da habe ich kurz nicht aufgepasst, mir eine Ecke nicht angesehen. Das war's. Aber dieser Fehler passiert mir nicht nochmal. Jetzt bin ich vorbereitet. Ich weiß, was auf mich wartet. Gegangen. What was that? Ach ja, das müssen wir wieder. Da waren. Ah, nein, hier war ich noch gar nicht. Ein bisschen was aufsammeln noch. Dann war ich hier schon. Ah. Die ewige Sache mit den Kisten. Ich habe in Teil 1 auch sehr lange übersehen, dass ich solche Kisten zerstören kann. Dadurch ist mir einiges an Munition entgangen. Hat aber das Spiel ein bisschen spannender gemacht. Aber diesmal nicht. Diesmal sammle ich alles ein. Ach, das Feuer. Gib es mir. Hm. Oh, shit. Hab ich alles schon angesehen, das brauchen wir nicht nochmal. Schrei. Diesmal. Überrascht uns nicht, mein Freund. Diesmal sind wir vorbereitet. Da links. Und guten Morgen. Machst du das auf, wenn ich das Ding nehme? Wollen wir auch recht sein. Spare ich mir die Munition. Okay. Da hat er sich gedacht. Nein, nein, nein. Ich wurde nur bezahlt für einmal. Ich wurde nicht bezahlt für ein zweites Mal. Da bleibe ich jetzt sitzen. Das ist nicht mein Job. Okay. Ist cool. Dann haben wir das Symbol. Kann ich hier durch? Ja. Was ist hier? Ein Ziegel. Oh, hängende Kreuze. Also X-Kreuze. Oh, das wirkt nicht gut. Ich glaube, hier kommen die Gegner. Kann ich mich hier verstecken? Aber ich höre was. Ich höre was. Was höre ich hier? Knarzende Geräusche. Von Türen. Da wirst du jetzt um die Ecke Strom an gleich. Oder auch nicht, okay. Wir öffnen die Box und nehmen uns alles, was uns nicht gehört. Oh, das sieht nach einer Arena aus. Das sieht nach einer Arena aus. Das sieht ordentlich nach Bosskampf aus. Oder nach Schleichpassage. Ich habe Flaschen. Gar nichts. Das ist ja bedenklich. Das ist sehr seltsam. Das ist
gar nichts ist. Okay, dann erstmal im Raum hier alles einsammeln. Oh, die stehen sich auf. Ihr zwei steht auf. Ich sag euch das. Ihr zwei. Liegt hier noch irgendwas rum? Was ist mit der Tür? Leider verschlossen. Kein Durchgang zu dieser Tür. Ah. Was haben wir hier? Was ist hier? Hallo? Oh, ich höre dich doch. Kann ich das Schloss? Oh, warte. Ist das hier so eine Art? Ist das eine mechanische Zelle, die aufgeht, wenn ich... Gehen die alle gleichzeitig auf, wenn ich irgendwas aktiviere? Du? Einen Hebel, der alle Zellen gleichzeitig öffnet, vermutlich. Ja, vermutlich ist das so. Wenn ich Pech habe, werden sogar alle Zombies gleichzeitig im ganzen Areal aktiviert. Oder kann ich vielleicht das Schloss einfach zerstören? Nein, natürlich nicht. Na gut. Dann erstmal weitersuchen, was es hier noch sonst so zu tun gibt. Ah, von da komme ich. So. Ich wusste es. Verdammt. Verbraucht. Ich glaube, 7 Schuss waren das. Cool. Was? Du hast kein Gehirnschleim für mich? Ist das dein Ernst? Das ist ja nicht normal. Okay. Dann werde ich diesen Hebel hier aktivieren. Vermutlich alle Zombies im ganzen Gebiet aufschrecken. Need a crank handle to turn it. Oh, okay. Typisches Resident Evil Problem. Wir brauchen einfach noch eine Art Zwischenstrebe für diesen Schalter. Wir können das nicht einfach so öffnen. Nein. Das funktioniert nicht. Die Frage ist, wo befindet sich das Ding? Wo findet so etwas vielleicht hier drin? Ach, da waren wir doch gerade. Ist vielleicht hier in der Zentrale drin? Ach, das ist... Ah, da gibt es mehrere solche Zellenblöcke. Ah, du... Hier ist noch eine Tür. Und sie geht sogar auf. Wunder der heutigen Tour. Oh, hier haben wir Bolzen. Das ist voll mit Harpoon-Bolzen. Das heißt, wir sollten dürfen. Ah! Looks like I can use this. Oh shit. Alle Zellen offen. Na gut, dann werden wir erst noch die Armbrust verwenden. Oh, oder ein Heil-Item, natürlich. So, die Armbrust, denn wir haben hier ein volles Arsenal an Harpoon-Bolts. Natürlich geht's alles auf, natürlich. War das ein Schmerz irgendwie? Wo laufen sie alle hin? Och nö. Obwohl, das war ganz nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Nice. Kein Gehirnschleim. Ist zwar immer noch blöd, dass man
zwei Bolzen für einen Zombie braucht. Aber der Headshot war schön. Also bin ich auch doch halbwegs zufrieden damit. So, hier gibt es Munition, das ist sehr schön. Ich kann mir jetzt auch noch einen Bolzen wieder zurückholen eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Raum nochmal gehen werde. Daher kann ich den Bolzen jetzt holen. So, danke sehr. Bin wieder auf 4 Stück statt 3. Kann Leben retten. Kann. Jetzt nachladen, dass wir hier einen Parat haben. Wird schon gebraucht. Wird schon gebraucht. Finde ich den Kopf vielleicht? Finde ich ihn? Finde ich ihn? Nicht ganz. War der Hals. Aber, nein. Reicht nicht. Das war der Kopf. Du hast Hirnschleim für mich. Du bist mein neuer Lieblingszombie. So. Wollen wir mal Schrotflinte machen? Mit 6 Schuss. Natürlich nur besser, wenn wir da jetzt vielleicht mehrere auf einmal erwischen. Die alle. Oh. Hallo, Maskenmann. Normalpistole verwenden. Oh, noch nicht. Ah, das ist nicht so gut bisher. Nachladen, schnell, nachladen. Noch 2 Schuss. Oh, das ist alles im Weg. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt zur Armbrust wechseln und zur Explosionsbolzen-Taktik, denn hier können wir das gut anbringen, denke ich. Und sie brennen. zumindest 3 habe ich erledigt damit. Ich würde sogar schätzen, das war bisher in diesem Spiel der bestplatzierteste Explosionsbolzen für mich. Das kann man so stehen lassen. Ja, das war gut, das war nett. Aber jetzt haben wir immer noch einen Gegner. Doch, Gegner. Und den holen wir uns besser, holen wir uns so. Also die Wand. Hier. Ernsthaft? Gut. Okay, den nehme ich auch von mir aus, aber was ist mit dem da? Ach, der da. Wieso hast du nicht angegriffen? Da muss es eben sein. Daneben! Oh, jetzt ist er viel zu schnell einfach. Komm schon! So viel Munition verschwendet. 2 Schrotflintenschüsse für einen Typen. Dilemma. Okay, alles klar. Es war eine Masse, da ist das schon okay. Wenn man nochmal ein bisschen verschießt. Ich habe jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, wieder einiges einzusammeln. Ja, schön, Tropfen Munition. Ein Stück. Ah, das war Handgun. Ja, okay. Auch okay. Sehr gut. Ein Upgrade-Pouch, mit dem ich jetzt mehr Bolzen tragen kann. Erstmal das nachladen. Dann wechseln wir auf die Harpoon-Bolzen, denn wir haben 2 davon.
Okay. Gut, hier können wir dann wahrscheinlich schon das Ding anstecken auch. Aber ich möchte es noch nicht drehen, ich möchte erstmal. Hey, Sebastian, noch nicht drehen. Ich möchte erstmal noch in die Zellen schauen, ob ich hier vielleicht noch. Wow, Halleluja. Was ist denn mit dir los? Nein, schmeckt mit. Hätte ich beim anderen auch machen können, hätte mir wahrscheinlich viel Munition gespart. Ja. Aber ich möchte hier nochmal ganz kurz durch die Zellen durchschauen, ob ich vielleicht hier irgendwas übersehen. Burn page from submit to freedom. 1. It is a natural human desire to resist. Whether it's resisting change, resisting authority, or resisting desire. But the mental and emotional toll of such resistance often outweighs the benefits gained by it. The universe is too well organized, too perfect in its construction. How could we possibly believe that such perfection arose from chaos? It is my hypothesis that there is a plan for me, for you, for each and every one of us. Some people say that everything happens for a reason. Some people call it fate. Whatever it is, woe unto those who attempt to resist. Okay. Das ist also eine Seite von dem Glaubensbuch dieses Kultes. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, wie dieser Kult im ersten Teil verwoben war. Ich weiß noch, dass Julie Kidman hat erzählt, dass ihre Mutter, also sie ist mit einem Dorf aufgewachsen und ihre Mutter hatte einiges mit den Leuten zu tun. Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, ob das damit gemeint war, dass ihre Mutter eine Art Glaubensträgerin war oder eine Art. Aber muss mich halten. Nachladen, schießen! Hey. Ich hab den Bolzen aber verschossen. Das ist ja richtig ungefähr. Ich hab nicht mehr so viel zum Schießen. Ich kann noch versuchen, mich hinter die Wand zu stellen und einen Hinterhaltsangriff zu starten. Die Erzählung von Julie Kidman bedeutet, dass sie, wie gesagt, eine Glaubensträgerin war oder dass sie eine Art Prostituierte war, die für diese Leute tätig war. Ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht mehr so genau oder man hat es auch nicht gefolgt. Jedenfalls kam dieser Kult im ersten Teil schon vor und war anscheinend noch relativ wichtig, denn das Zeichen ist immer zu sehen gewesen, sobald es schon aufgewacht ist. In seinem Hospital, wo er sich leveln konnte. Daher wird diese Kult schon eine Wichtigkeit haben, vor allem jetzt, wo er hier so stark auftaucht. Ich meine, dieses ganze Areal ist diesem Kult geschuldet. Ich sollte vielleicht nicht mal alles ausräumen und alle Gegner töten, sondern ich sollte vielleicht auch mal einfach weggehen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Ich habe jetzt wirklich gar keine Munition mehr, aber das Spiel muss es doch wissen. Das Spiel muss ja auch damit arbeiten und sagen, hey, okay, du warst jetzt in einem Areal voller Gegner. Ich war jetzt gerade in einem Areal voller Gegner, jetzt muss das Spiel auch mal wieder ein bisschen was für mich tun. Das Spiel muss mir auch mal was geben wieder, weil ich habe hier nichts mehr. Das kann man brauchen, aber an
andere Sachen brauche ich mehr. Wie wäre es mit Munition? Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, ich kann mir ja ein bisschen was an Munition herstellen. Denn ich habe Schießpulver. Schießpulver kann ich schön Kugeln herstellen. Allerdings ist das auch nicht das gelbe Mal. Ich will nicht alle meine Schießpulverchens verschwenden, indem ich viel dafür brauche, Munition zu craften. Das ist die Kiste. Schauen wir mal, was drin ist. Ah, Waffenteile. Okay. Schießpulver noch. Ja, das. Schießpulver und Waffenteile und Waffenteile. 385 Waffenteile schon. Wir können wahrscheinlich demnächst unsere Waffen wieder ziemlich cool upgraden. Wo ist dein Gegner? Bist du ein lebendiger Gegner? Wir haben hier noch einen Geheimgang. Das ist ein Mobius. Was erwartet uns hier? Ah. Hello? Can anybody hear me? Ja. Please, I know you're out there. Do whatever you want. Just please. Wir halten und. Wait. No. Still here. It wasn't all a dream. Hello? Can anybody hear me? Please, I know you're out there. Just do whatever you want. Just please. Let me out! Oh, what the fuck? Geh weg von mir! Ich hab kein... Ich hab doch keine Munition. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, das ist natürlich gut. Ja, wir versuchen mal zu entkommen, denn wir haben keine Munition. Kommt er da auch durch? Er kommt nur gescriptet hier durch. Das heißt, er kann jetzt original nichts mehr machen. Gut. Ist uns auch egal. Wir gehen erstmal weiter hier. Also dieses 2 Minuten lange Gestöhne war jetzt ein bisschen verstörend. Die Frau hat gesagt, zurück nach Union, nach Hause. Sie ist eine Bewohnerin von Union. Was damit zusammen, wo wir jetzt sind. Ah, da ist wieder die Frau. Du musst tief sein, was du siehst. Nur durch Descending kannst du wieder aufsteigen. Gerne. What's going on? Oh shit. Okay, wir sind in einer Zelle. Ist hoffentlich offen. Dunkelheit. You lost everything. Your failure to regain led to inaction, which led to despair. And despair led to self-destruction. Was du? You are your own downfall. You refuse to see. It's all your fault. You are a failure. Your daughter was lost because of you. You couldn't save her. You hold the key to easing your torment. I can guide you to the lock. Who are you? What do you want with me? Okay, ganz kurz mal.
diese Sachen hier. Ich glaube nicht, dass es von Lily kommt. Ich glaube, dass sich Rubik nach dem ersten Teil Sebastians Kopf festgesetzt hat. Und jetzt hier sozusagen als Lily agiert. Die ganzen Erinnerungen von Sebastian hier so komplett. You cannot change your past. You can only embrace it. Wer ist die Stimme? Go toward it. Vorher, als Lily gesprochen hat. Avoid it. Ja, warte. Is that Lily? Oh. Vorher Lily gesprochen hat, hat auch eine zweite Stimme gesprochen und ich glaube, das war nicht die Stimme, die wir eben gehört haben. Diese dunkle Stimme, sondern ich glaube, das war Rubik. Bilde mir das zumindest ein. Kann sein, dass ich mich irre. Kann auch sein, dass ich mich nicht irre. Blitzdings? Sollen wir Blitzdingsen? Oh, er ist verletzt. Was soll denn das? Die halten aber nicht viel aus anscheinend. Das heißt, das könnte sein, dass ich die auch so mit der Munition schaffe. Aber noch ein bisschen. Munition. Schuss. Schauen wir mal, wie gut sich das tut. Gar nicht so richtig. Hier noch. Ah ja, Heilung. Aber wir haben auch keine Munition mehr, das heißt, wir müssen wieder wechseln zu unserer Armbrust. Zwei Schüsse noch. Oh, Schrittschuss, aber nicht mal getroffen. Ja, könnte jetzt knapp werden. Ich habe nämlich jetzt einen Schuss hier. Die sind vielleicht nicht verletzt, was er leistet. Meine, wow, hey, hallo. Ganz ruhig. Ich brauche mal eine Heilung. Ich muss mit dem hier heilen. Ich kann. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist hier. Ach so, er hat. Okay, dann er hat geheilt, passt. Nehmen wir uns das mal. So, wir werden jetzt mal Munition herstellen. Wir werden jetzt mal Shotgun Shells herstellen und zwar wie viel Stück? Wir haben. Machen wir mal. Erdbecher. Sehr gut. Ein Stück kann man schon mal machen. Genau, das reicht. Aber der eine wurde von den Blitzdings getötet. Vielleicht. Oh Mann. Mann, irgendwie schaffe ich es nicht, dass ich die staggere. Nochmal. So, schauen wir mal. Hat ihn das verletzt? Hat ihn das getötet? Ich brauche mehr Schuss. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich hole mir noch. Ich mache mir noch so einen Smoke Bolt. Vielleicht sogar mehrere gleich mal drei. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich denke, das ist ganz gut. Smokeball bitte. Ah, nicht Smokeball. Blink. So. Ja, das scheint zu funktionieren. Ist er tot? Oh, er war nicht tot. Shit. Shit. Jetzt noch. Stomp. Komm. Ich hatte doch gerade den Prompt. Hallo? Ich hatte den Prompt auf jeden Fall. Warum konnte ich es jetzt nicht tun? Das ist ja mies.
Danke sehr. Gerade noch irgendwie die letzten Resten. Aber hey, Gehirnschleim. Dafür tut man das doch gerne. Ist noch irgendwas hier? Vielleicht noch ein bisschen Gehirnschleim. Stefano defied me, became a thorn in my side. A thorn which you removed. For that, you will be rewarded. Stefano. This guy knew him. Du bist also der große böse Obermacker, der mit mir spricht. Spiegel. Ja, dann werde ich mich mal kurz zurückteleportieren. Und erstmal. Ja, okay, Werkbank. Erstmal unseren Waffen upgraden ein bisschen. Hier, wir haben. Wie viel? Fast 400 Stück. Wir haben sogar mehr als 400 Stück. Weapon Parts. Wir können also hier ein bisschen was machen. Können wir die Firepower unserer Schrotflinte erhöhen? Zuerst öffnen wir hier mal. Wir können die Critical Chance von 1 auf 20% erhöhen. Das ist natürlich nice. Machen wir. Und wir erhöhen den Schaden auf 115%. Dann haben wir noch 85 Web Parts übrig und können damit vielleicht sogar noch irgendwas mit den Pfeilen machen. Time verringern. Oh, Moment mal. Ach so, das ist für die komplette Crossbow. Okay. Die Range können wir nicht mehr verbessern, denn wir haben hier keinen High Grade Weapon Part mehr. Aber wir können. Nein, haben wir nicht genug. Okay. Effect chains to more enemies over greater distance. Das ist ja natürlich nett. Geht sich leider nicht aus. Geht sich auch nicht aus. Geht sich nicht aus. Dann schauen wir nochmal zur Shotgun. Hier vielleicht Fire Rate. Theoretisch ja. Handgun Fire Rate. Ja, das ist doch gut. Das machen wir. Sehr gut. So. Nachdem wir schon mal bei einer Werkbank sind und jetzt Munition haben, werden wir auch gleich mal ein bisschen an Munition craften. Vier hiervon. Wir werden noch. Oh, wir haben gar keine. Machen wir jetzt hier 3 Harpoon Bolts. 2 Explosive. Und einen Shockbolt. 2 Shockbolts. So, damit ist das Craft beendet und wir gehen noch einmal Gehirnschleim ausgeben. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Erst Gehirnschleim macht das Leben so richtig lebenswert. Don't worry, Detective. This won't hurt a bit. Habe ich Schlüssel? So, ich könnte mir natürlich den Combat erhöhen. Gab es nicht irgendwas, was wir erhöhen wollten? Was wir definitiv haben wollten? Ich hab vergessen. Ich kann noch besser schleichen. Oh, ich kann beim Schleichen schneller laufen. Dann. Special Ability, which allows you to quickly close on an enemies for a chance to kill them. Aber es kostet 12.000, so viel habe ich nicht. Schade. Bottle Break. Bottles in Inventory will automatically be used to break free from some enemies. Grab it next. Ach, das ist ja auch sehr nice. Ich habe eh immer so viele Bottles. Das ist sehr gut, das nehme ich.
irgendwas, das Combat irgendwas Schwaches, was ich mit 1400 zählen, sehr ähnlich mit Dark Souls, 1400 Zeugs Gehirnschleim erhöhen kann. Na gut, dann lassen wir das auch mal sein. Das Bottle Break war eh ziemlich gutes Upgrade, denn wie gesagt, ich habe immer viele Bottles und wenn ich mich aus so einem Greifangriff erwehren kann dadurch, dann ist das super nice. Einmal Sicherheitsspeichern und dann geht's weiter. Ja. Wobei, wir tun nicht nur Sicherheitsspeichern, sondern wir tun hier auch noch einen Kaffee genehmigen. Ist die Kaffeemaschine? Ist die Kaffeemaschine? Gar keine. Ich dachte, hier gibt es eine Kaffeemaschine. Ah, vielleicht ist sie mal da gestanden, wo jetzt dieser Altar ist. Egal. Los geht's. Weiter geht's. So, wir sind hier in einem Kirchenraum angekommen. Hier sind irgendwelche Plattformen. Ach, das ist das Kreuz. Natürlich. Hier wird wahrscheinlich irgendwo eine... Ja, hier ist der Opferaltar. Da ist das ganze Blut. Ich vermute mal, dass das Blut dann hier rausrennen wird. Und hier. Wo muss ich das drehen? Das ist ja ein Drehrätsel. Ich kann hier mal drauf gehen, theoretisch. Ja, das mache ich dann, wenn ich mal hier alles abgesucht habe, aber ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht. Nee. Na dann. Einmal nach oben. Da haben wir sie. Da ist das Drehrätsel. Wir haben hier vier verschiedene Schalter. In den Ketten hängen. Ah. Woher weiß ich, welcher Schalter was aktiviert? Was ist das da drüben? Oh. Oh. Ist das eine Schlüsselstatue? Ah, hol ich nachher. Hol ich sicher noch mal runter. So, welcher Schalter aktiviert? Ich mach mal den hier rechts. Ah, du bist dafür zuständig. Okay, na gut, okay. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das aussehen muss am Ende. Deswegen wird das jetzt mal hier rotiert. Dann nochmal weiter. Nein, gefällt mir auch nicht. Aktivierst du das? Oh shit, du aktivierst beide. Okay, das bedeutet, ich muss... erstmal das in die richtige Position bringen. Ah, das war genau falsch. Mal. Nochmal, dann müsstest du in der richtigen Position sein. Genau. So will ich das haben. Aktivierst. Oh, du aktivierst die beiden. Ist das dein Ernst? Moment mal. Ist das richtig? Nein. Das muss nochmal 180 Grad gedreht werden. Dann haben wir hier einen Eingang in der Mitte. Zwei Eingänge seitlich. So, jetzt müssen nur noch die äußeren gedreht werden. Hoffentlich. Ach, du drehst das alleine. Ist das denn dein Ernst? Muss ich jetzt erstmal das in die richtige Position bringen? Ich denke, das. Ja, das stimmt. Das stimmt fix. So, jetzt bist du nochmal gedreht. Hoffentlich drehe ich dich in die richtige Position. Verdammt, das war die falsche Position. Dann noch zweimal. So, dann fehlst noch du ganz rechts. Ich kann man aber einzeln drehen.
müssen jetzt fertig sein. Das nicht? Nee. Das mittlere muss nochmal um 80 Grad gedreht werden. Stimmt leider nicht überein. So. Jetzt nur noch das Zahn drin. Dann haben wir es. Und fertig. Ins Blut. Lass es rinnen. Die Blutsuppe. Ach, da liegt die Schüssel. Sehr gut. Sehr gut. Hier. Später. Und los geht's. Okay. Oh, ist das der Raum im ersten Teil? Sebastian Castellanos, you've finally come. I've been waiting for you. Who the hell are you? My followers call me Father Theodore. I hope that you will call me that too, friend. Another lunatic with a god complex, huh? I already killed one of you today. Of course you did. That is how you deal with every challenge in your life. Through brute force and intimidation. And look where it has led you. Into a hell of your own making. Lower your weapon. Use your mind instead of your fists for once. We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. You will be reunited with your daughter. And I will have the power of the core. I already know who has Lily. Yes. And Myra won't give her up so easily. What? Where are they? I wish that I could tell you, but you are not ready. You must be folded into my flock before I can share that knowledge. I said tell me where she is! Accept my invitation. I can lead you away from your own darkness. I can lead you to Lily. Sorry, I'm not a follower. So be it. You have so much pain, the events of the past haunt you every moment. I showed you the path here. You must learn that I am here to help. Return to me willingly. Then we can assume our natural roles. Not as adversaries, but as allies. Farewell for now, Sebastian.
finally woke up. About time. I could use a little help here. You know how to use a gun, right? What the fuck? Take that side. Keep shooting until they're dead or we run out of ammo. Okay. What the hell is going on here? Hidden from the start. We can talk later. Verdammt. Just focus on staying alive. Oh, eine Eliminierung? Was? Nein, hab ich nicht. Hey, give me a hand over here, would ya? Ich versuch's. Geil, komplett versagt. Jawohl, hat sich nur ausgezahlt. Der Bottle Grab. Son of a bitch. Geh weg von ihr. So, ich brauch Heilung. Looks like you've done this before. Too many times to count. Grab some supplies while you can. I can hear more coming. All right. But I'm getting some answers when this is all over. So, jetzt. Hier. Keine Munition. Was war das für ein Schrei? Aim for the head. Takes less ammo. Sofort. Nimm doch die Munition auf, Sebastian. Gesehen. Nachladen erstmal. Stampfen, stampfen! Stampfen! Warum hast du das fast geschossen? Das hätten wir vielleicht noch gebraucht. Ja, fick. Keine Munition mehr. Doch, eine Munition. Eine Munition, eine Munition. Müssen wir treffen. Nice. Schieß noch. Nice shot! Not so bad yourself. Okay. Jawohl. Bottle Break. Stirb, stirb, stirb. Today, sucker. Stampfer. Oh, das ist schon. Shit, they're everywhere. Don't let them gang up on you. Ich hab wieder Schrotflintenmunition ein bisschen. Du könntest auch Waffen wechseln. Ja, ist best. Okay, ich werde jetzt meine... Nein, nicht teilen. Oh, ich will nicht teilen. So, ganz kurz. Ganz... Wow, 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 okay. Ja, ganz kurz. Nein, nicht. Lebt ihr noch? Oh, ich glaube, sie ist tot. Ja, das ist schlecht. Dann habe ich verloren. Ah, ich kann sie retten. Oh ne, come on! Ich habe eine Flasche noch. So. Heilung, 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 Heilung! Komm schon! Yes! Ich glaube, das hat nicht gereicht. Stampfen! Stampfen! So, weiter geht's mit dem anderen. Okay, Moment. Nummer 1. Nummer 2 und ups. Oh ja, oh ja. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Aber okay, wir leben noch, wir leben noch. Das ist das Wichtigste. Wir heilen uns einmal schnell. Wir heilen uns einmal schnell, sage ich. Und dann geht's weiter. So. Wir haben ja noch andere Bissenpulsen. Ich muss weglaufen. Ah ja, okay. Immerhin. So, schnell die Frau heilen. Hey, what the hell is that noise? Ich weiß es nicht. Watch out!
Was? Was? Oh Gott. Oh nein, nicht diese Dinger. Scheiße. Not today, sucker. Stampf ihn weg, stampf ihn weg. I think that's the last of them. Hoffentlich. Ich gar kein Ende hier. Oh, wir haben hier. We gotta keep moving. Noch einen Raum mit Supplies. Geil. Stuff. Zeug. Munition. Alles, was das Herz begehrt. Hätte ich früher gebraucht. Egal. Thanks. Don't know if I could have done that on my own. I'm Esmeralda Torres. I'm... Sebastian. I know. You do? It looks like we got him for now. We should make a move before more show up. How did I wind up here? And who are you? No time for 20 questions. My safe house isn't too far. We can talk on the way there. Come on. Okay. Take whatever you need inside. I'll be out here. Hab ich. Los geht's. Try to stay quiet. There might be more of those things. You can at least tell me how you know my name. Kidman told me to keep an eye out for you. Kidman? She said she would try to get your help if the plan went to shit. And here you are, so... Wait, I'm lost. What plan? Getting Lily out of here. And then, taking Mobius down for good. Wait a second. What is it? Shit. Let me guess. The way back to your safe house? There might be another way. Come on. Okay. So, ich dachte, du führst. Okay. Wait, vielleicht? Hold on. Your plan. Kidman didn't say anything about that. Yeah, well, I'm sure she wasn't able to debrief you on that in front of everybody. Over here! One of us has got a lift while the other one crawls through. Got it. I'll just... Get under! Whoa, you all right? Let me help. Get your ass through before I drop it on your head! Okay, I've got it. Thanks. You need a break after that, old man? Come on. I'm not that old. So you're telling me Kidman had a plan to take out Mobius all this time? Actually, it was your wife's plan. Wait, Myra? So that's why she's here. She's part of Mobius. This is ridiculous. Gonna have to duck. Don't blow your back out. This isn't the time, Torres. You know, you should be proud of your wife. She's compelling. She recruited me for this plan. I don't understand. Why would she join them? She found out they had Lily, and knew the only way to take them down was from the inside. So she joined up and waited for the right moment. All these years, that's where she was. Damn it. This is a lot to take in. I'm sure it is, but let's not lose focus. We've got to get over this. Can you help me? Yeah, of course. Ready? Hold on, I've got you. Yeah, I'm fine. Hey, you just gonna forget about me? What? You thought I'd leave you hanging like that? Yep. You're a part of the plan now. The plan. Right.
Who else was involved in this little mutiny? Just four of us. Me, Kidman, Myra, and Theodore. Theodore. Theodore? Father Theodore? Father Theodore? I just call him Theodore Wallace. You know him? We've met. But he doesn't want to save Lily. He wants her for himself. Tried to talk me into hunting down Myra, too. He's the one who screwed everything up. How is this whole thing supposed to go? Once Myra and Theodore got Lily, Theodore and I were gonna get her out while Myra stayed behind to take care of Mobius. Kidman stayed outside and make sure we got out of STEM safely. Shit, it was supposed to be easy. Nothing's ever easy. Oh no. Was war das? What is it? Shit. We got trouble. Look. Quick, follow me. Okay. So much for your safe house. I wouldn't put my safe house in the open like that. It's hidden, but we've got to get past those things to get there. You see that red banner behind that building? Yeah. The hatch to my safe house is under it. Okay, I'll take the lead. Stay low and keep behind me. Right, but listen, I've seen these things before. Don't get near them while they're on fire. Der kommt einfach immer näher. Ich möchte dich sterben. Ja, das sieht witzig aus. Ja, wie heißen die in The Division? Flammentypen, die alles niederbrennen. Aber vielleicht ist er bald nicht mehr an Feuer. Vielleicht nicht schnell genug. Ja. Tot. Aber der hat mich gesehen. Shit. Oder auch nicht. Oh. Warte, ich muss eine Flasche werfen. Nein. Das wollte ich nicht. Jetzt haben mich alle gesehen. Oh Mann, wieso? Goddammit. Ah, goddammit, dieser Ansturm kann ich jetzt anhalten. Okay, zumindest habe ich jetzt alles, was hier rumliegt. Ja, yeah, der mit dem Flammenwerfer. Es gibt in The Division gibt es so eine Gruppe von Leuten, die mit Flammenwerfern herumrennen und alles
was irgendwie nach Krankheit aussieht, verbrennen, weil das eine Seuche ausgebrochen ist. Und der hat mich auch ein bisschen an die erinnert. Nur, dass sein Kopf halt mit irgendwas verwachsen ist, was irgendwie seltsam aussieht. In den Stock oder sowas. So. Dieser brennende Typchen. Ja. Vielleicht. Oh, ah, vielleicht bringe ich ihn doch um. So, jetzt sieht es aus. Nein, da dreht sich einfach um. Was soll denn das? Was soll denn das? Schweinerei. So ist es natürlich schwer mit dem Stealth, wenn sich die Gegner einfach umdrehen. Komplett. Doch nicht, ich laufe noch weiter. Torres. Okay. Kein Durchkommen. Dann helfe ich Torres. Gott verdammt. Bitte nicht machen. Nein, du brennst. What the fuck? Kann der aufhören zum Brennen, bitte? Okay. Na, Mann. Ein Schuss nur noch. Sebastian, lauf, bitte. Wieder zu nah ist, einfach um alles irgendwie zu machen. So. Vielleicht ich aber stabben. Komm her. Du brennst. Oh Gott. Boss braucht Hilfe. Spritze auf der Kiste hin. Torres. Oh nee, das kann ich natürlich nicht. Hier muss ich sogar alle loswerden. Was soll ich das machen, wenn ich keine Lebenspunkte habe? Okay, schlimm. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich das Gebiet neu anfange, weil das schaffen. Nein, schaffen. Einfach neu versuchen. Dann wird es wohl gehen. Diesmal halt einfach. Nicht so much for your safe house. I wouldn't put my safe house in the open like that. Tidden, but we've got to get past those things to get there. You see that red banner behind that building? Yep. Yeah. The hatch to my safe house is under it. Okay, I'll take the lead. Stay low and keep behind me. Right, but listen, I've seen these things before. Don't get near them while they're on fire. Oh nein, das zweite. Oh nein. Nein, natürlich. Und er laufen. Ich möchte nicht gegen die kämpfen. Ich laufe jetzt einfach durch. Natürlich kämpft Horus.
Ach, das kann ja nichts werden, so. Gott verdammt, mit seiner blöden Schulter. Kannst du bitte schießen, wenn ich auf Schießen drücke? Sebastian. Jawoll! So, komm her, du. Dort ist noch ein zweiter. Warum sind da drei? Was mit euch? Kannst du nicht mit deiner Schulter anlaufen? Okay, das sind einfach alle. Alle in den ganzen Gebieten. Gut, fuck it. Nochmal. Schauen wir erstmal hier, wo wir hin müssen überhaupt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir hin wollen. So. Wir müssen zu dem komischen Baum mit dem. Ja, lass mich. Der Baum mit dem roten Tuch, da müssen wir hin. So, das ist da rechts. Okay. So much for your safe house. Jetzt plappern die wieder. Put my safe house in the open like that. Kidding. But we gotta get past those things to get there. You see that red banner behind that building? Yeah. The hatch to my safe house is under it. Ich weiß. Okay. I'll take the lead. Stay low and keep behind me. Right. But listen, I've seen these things before. Don't get near them while they're on fire. Oh, hier liegt das. Flasche. Und da hoch. Wieso sieht er mich? Bist du blöd? Wieso? Okay, wir finden ein weiteres Mal. Oh, den können wir töten. Oh, hat mich getroffen. Torres, kommst du denn mit mir? Töte ihn, Sebastian. Nein, kriegen wir noch hin. Sollten wir nicht nachhalten. Es ist so sehr unrealistisch, dass ich da nicht hochlaufen kann. Come on. Okay, wir haben fast keine Munition. Ach komm, und wieso? Auf den Brennen. Geil. Du gehst da auch gefährlich. Komm, wir schaffen das. Diesmal. Können wir da irgendwie hoch? Können wir den Wagenstapler... Gabelstapler verwenden? Kann ich nicht stechen? Okay, fuck it, komm, Norris. Wir haben es gleich. Norris. Komm, 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 komm. Kommst du? Jetzt. Wieso geht das nicht auf? Achso, vielleicht. Okay.
Well, that's one way to do it. I was maybe expecting a little bit more stealth. Ich auch übrigens, ja, ich habe auch Stealth erwartet. Aber nope. There's no place like home, but a safe house runs a close second. Listen, don't freak out at the amount of explosives I got in here. They're as safe as cookie dough. At least until I arm them. So what are we gonna do about Theodore? I don't know. He's insane. His hideout looks like an Inquisitor's dream home. I should be relieved that Myra has Lily instead of him, but... What? Myra has Lily? Yeah. But I'm not sure that's good news. She's... changed. This place seems to have affected her. She's hiding, trying to protect Lily from Theodore. And he'll tear this place apart to find them. If I can stop him, maybe Myra will come to her senses and we can get Lily out of here. So the plan is to take out Theodore? Yeah. But I have to find him first. How are you gonna do that? O'Neill helped me before. I'll call him. But I better give Kibben an update first. Right. But be careful what you say over that thing. She's probably in the control room with that lizard hovering over her. Sebastian? Where have you been? Did you find Stefano? I did more than that. I eliminated him. Good. And Lily? She slipped through my fingers again. I'm sorry to hear that. Any leads? The good news is that I've been in contact with Agent Torres. Her intel has been invaluable. That is good news. So what's the bad news? The bad news is there's someone more powerful than Stefano who wants to take this place over. And he needs Lily to do that. Torres told me you know him too. He's a real smooth talker. Damn. I think I know who you're talking about. I'll send some stuff to your room. That might help. Keep me posted. You know I'm here for you. I know. I trust you, Kidman. Okay. Time to get down to business. O'Neill, it's Sebastian. Come in. Huh. Something's wrong. I gotta try and find him. You should stay here and get your explosives and weapons ready. I'll need your help once I locate Theodore. Is there a way into the Merrill from here? Yeah, there's a Mobius computer in that room. It'll take you to exit 72. Great. I'll call you when I'm ready. Hang tough, Torres. Got it. Good luck, Sebastian. Nice, nice, nice. Taurus's journal. This journal is written in neat feminine hand. The most recent entry reads as follows. Not sure how long I've been waiting for Myra and Theodore to return. Time is a sketchy concept inside STEM. Even more so since Lily escaped. All I know is that they should have returned by now. If I die in here, I just want whoever finds this diary to know that I went in willingly. I did something a long time ago, something that I regret, and that's why I'm here now, waiting to take Lily out of here. This is my last chance at redemption. Maybe a shot at starting my life over. Either way, I'm committing to this plan. I see it through to the end, no matter what. But it's obvious something went wrong. If that's the case, I should keep an eye out for help, like Kidman told me to. But this place is falling apart around me. I hope I can find him, if he gets sent inside. Ja, sie hat mich gefunden. Sehr gut. Okay. Bewegungszeugs. Chapter 11. Reconnecting. So, ein bisschen Kaffee trinken. Hey, hallo. Okay. Also, neue Charaktere. Wir haben... Wie hieß er? William? Theodore. Wir haben Theodore gefunden. Der anscheinend einmal mit den anderen im Plan zusammengearbeitet hat, um Lily herauszuholen. Wir haben hier Torres und wir haben Myra. Die Frau von Sebastian. Ah.
noch ein Spiegel, sehr gut. Wenn ich aber momentan nicht brauchen, denn ich habe nicht viel, schätze ich mal. Myra, Kidman, Theodore und Torres haben gemeinsam den Plan geschmiedet, Lily herauszuholen. Aber ist noch nicht geschafft. Irgendwas ist schiefgegangen. Alright. Myra ist jetzt verändert. Let's hope the Marrow is still there. Myra ist das weiße Glibberding jetzt. Theodore ist größtenwahnsinnig geworden und versucht, die Macht von Lily für sich zu beanspruchen. Torres ist die einzige, die noch klar denken kann anscheinend. Kidman ist draußen und bei Mobius. Aber ihr Plan ist anscheinend, Mobius aufzuhalten. Also, es erklärt zumindest jetzt den Sprung von dem DLC des ersten Teils auf den zweiten Teil, warum sie plötzlich bei Mobius ist und warum sie plötzlich mit ihnen zusammenarbeitet. Nature Preserve. Exit 72. Genau, da waren wir gerade. Aber da wollen wir nicht mehr sein. Condenser. This portable condenser is used in laboratories to cool gases and condense them into liquids. Interessant. So. Jetzt wieder in den Marrows und versuchen hier zurück zu unserem Freund O'Neill zu kommen, der sich nicht meldet. Ist er vielleicht gestorben? Ah. Du machst zwei Lichter. Du machst sechs Lichter. Ein Licht. Okay. Easy Rätsel. Shit. Looks like Theodore's been here. Maybe that's why I couldn't contact O'Neill. Oh. Hoffman's safe house is nearby. I should check up on her. Hoffman, wo war der Name? Der Name war noch mal anders. Yukiko Hoffman. Das ist die Asiatin von Mobius. Aber der Name war noch, der Name ist noch wo vorgekommen. Irgendwo kam der Name noch vor. Theodore Hoffman, nein. Oder? Hoffman, you here? Another one of these. What happened here? Oh. Ist doch irische Leute, oder? Liam? Is that you? Liam? Is that you? How is my communicator getting your signal? Never mind. It doesn't matter. Where are you? What? That's on the other side of the laboratory. It's a restricted area. We were told never to go there. We don't have clearance. How did you? Okay, I understand. Yes, I'll meet you there. Just be careful. O'Neill left his safe house to go to a restricted area of the Marrow? That doesn't sound like him. Nope. Sounds like a trap. Follow Hoffman to discover O'Neill's firearm. Für mich. Nice. Shotgun Ammo. 16 Stück kann ich jetzt tragen. Okay, was haben wir hier? Zeugs. Oh nein, 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 nein. Was macht er da? Oh, jetzt konnte ich stampfen, aber ich hab's nicht gemacht, weil ich zu schnell irgendwie hier weg bin. So, du
stirbst du hoffentlich. Nope, getroffen. Schwach. Aber ich habe ja noch Pistolen. So, einmal in den Kopf. Ist nachladen. So, weg damit. Der zweite da hinten fehlt noch, aber den machen wir hoffentlich mit. Auch. Und. Ah, ich dachte, ich kann sie vielleicht schnell töten. Das geht sich aber nicht aus. Dem Schaden, den ich bisher mache. Okay, das war gut. So, das ist ein bisschen Ehrenschlag für mich, das ist gut. Muss auch nochmal dann, das ist Schießpulver, das ist auch nett. Halt. So. Jetzt kann ich aber noch den Stuff nehmen, der hier liegt. Dann geht's weiter. Jetzt habe ich noch eine Munition. Ja, ausreichend. Einmal mit dem grellleuchtenden Aufzug. Okay, wohin führt uns der Aufzug? Bis zu den Restricted Areas? Hoffentlich. Da wollen wir hin. Dort ist nämlich Yukiko Hoffmann. Hoffmann. Ah, was ist das? Restricted labs. Looks like they had extra security for this place. Ah, da gibt's wieder Fuji Dew. Das ist natürlich nicht Mountain Dew. Hast du was für mich? Oh, computer file security protocols. Due to the sensitive nature of the experiments being conducted, the laboratory is only accessible to Mobius operatives with the proper Unity Server chip designation. Please observe all security protocols when entering the laboratory and be aware that your clearance level also binds you to top secret non-disclosure tenants as outlined in your enlistment contract. Any operative attempting to access laboratory without proper clearance will be subject to corporal punishment as outlined in the Mobius security bylaws. Okay, also groß bla bla, hier dürfen nur wichtige Leute rein. Kann ich hier durchgehen? Ja. Oh, ein Levelspiegel. Machen wir das? Genug? Drei ist nach. Nein, das ist gar nichts. Das ist nichts. Dafür brauchen wir nicht zurückgehen. Ist sonst irgendwas Nettes? Okay. Gut. Dann geht's mal weiter hier. Wow. Okay. Aber ein bisschen Blut hier. Die schöne weiße. Was zur Hölle? Stilwechsel. All these tanks. What's this about? Naja, hier werden die Monster geschaffen, die Zombies. Anscheinend. Aber für was? Niemand geht her und sagt, oh, ich mache jetzt mal Zombies. Die sind aus irgendeinem. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Aus irgendeinem Grund sind die nicht so geworden, wie sie sein sollten. Aber was sollten sie werden? Was ist das Ziel? Was ist der Plan? Was ist der Plan? War der Plan? Oh Gott, die gehen dann alle auf und kämpfen gegen mich. Bitte nicht. Kann ich durch? Okay, noch mehr Tanks. Ich denke, irgendwelche Experimentierdinger. Can't pass through without one of those chips. Damn it. Ich brauche einen Cerebral Chip.
muss ich doch von irgendwem... Oh. Ich glaube, ich verstehe schon. Ups, das ist für ein Geräusch. Wer wagt es zu stören? Du. Es tut mir leid, aber ich möchte dich töten. Kann ich mich von hinten nicht anschleichen? Ist das erlaubt? Jetzt einfach. Soweit so gut, soweit so gut. Und töten! Was du hattest. Aber wie kriege ich jetzt diesen Gehirnchip? Ich mache doch einen Gehirnchip von einem Mobius-Mitarbeiter, damit ich dort reinkomme. Das hier ist doch ein Mobius-Mitarbeiter. Hast du nicht ein Gehirnchip für mich? Warte, da war Take. Report. Stem Integration Irregularities. We have begun to observe a new and unexpected side effect of Stem Integration in certain Union citizens. The symptoms being simple enough. Small metal breaks triggered by vestigial memory overlaps. Affected citizens begin to experience their old memories, which leaves them in a state of confusion. Rewriting their memories again is only a stopgap measure. Their new Union designations serve only to confuse them further. Soon, these small breaks develop into complete dissociation and, eventually, total physical metamorphosis. This phenomenon is currently affecting only 0.005% of the populace, but it's troubling nevertheless. Much was learned after the beacon incident, but STEM is still experimental technology. We are isolating our studies while we continue to expand Union. It is imperative that we stop this before it escalates. Okay, also die Krankheit, dieses Zombiehafte, ist ein Side-Effekt, beziehungsweise ein ungewollter Effekt. Was wird denn hier produziert oder was wird hier... Ach so, vielleicht war das hier Treatment mal. Vielleicht war das alles hier nur dazu da, um die Leute zu heilen von ihrem Leiden. Aber das kommt mit. Oh. Okay, schade, ich kann mich da einfach verstecken. Für den Stealth-Kill. Was? Der weiße Kleberzeug von Myra. Oder geh halt weg. Geht auch. Vielleicht kann ich schnell genug gehen. Ja. Step. Step. Und wegwerf. Brauche ich nicht mehr. Geh damit. Okay. Da drüben ist noch eine Treppe, aber die werden wir erstmal nicht nehmen. Wir werden erst nicht reingehen. Und hoffen. Kann gerade Musik. Das ist keine Musik, okay. Ich muss nicht gleich niesen. Tut mir leid. So. Hier ist nochmal so ein Kondenserzeug. Okay. Rote Gehirnflüssigkeit und mehr Dokumente. Irregularity studies. The phenomenon has become more prevalent. We have dedicated the entire laboratory wing of the Marrow to studying it. Citizen transformations have become quick, violent, and even more obscene. They are mutating into forms that can't even be considered humanoid. They have lost any semblance of humanity altogether. We have dubbed these affected citizens lost. We have determined that the last phase before metamorphosis involves the belief that they are being pursued by some invisible
but inescapable force. Once they have succumbed to this force, the transformation begins. STEM is an artificial construct. There are no viruses, bacteria, or contagion here. The lost phenomenon is therefore a mental process. We are still in the dark as to how it spreads and to whom it will spread next. Perhaps the trigger was present in the subjects before they even entered STEM. Further research is needed. Okay, also. Diese Zombies. Ja. Die heißen The Lost, die Verlorenen. Und es ist nicht klar, wie dieser Virus oder dieses Ding sich überhaupt ausbreitet. Denn es gibt keine Bakterien hier. Keine Art von Virus. Es muss etwas Mentales sein. Es ist nicht klar, wie das zustande kommt. Woher das kommt und wen das als nächstes trifft. Es ist natürlich blöd, wenn man hier Forschungen anstellt, beziehungsweise eine Welt schaffen möchte, in der sowas nicht passiert. Deswegen haben sie hier wohl versucht zu forschen. Woher kommen diese Lost? Warum werden sie so? Was passiert mit ihnen? Mental, körperlich? Ich vermute mal, dass das ganze Labor hier wurde zwar anfangs anders genutzt, jetzt wird es aber nur noch dazu genutzt, herauszufinden, was das auf sich hat. Was das mit diesen Lost auf sich hat. Das ist ziemlich interessant, weil man fragt sich ja als Spieler auch, warum gibt es hier eigentlich so Zombies, warum gibt es das, warum eigentlich? Und das Spiel verrät einem das nicht, sondern sagt dir, okay, es ist ein großes Rätsel für die Spieler, für die Charaktere in der Spielwelt. Schöne Tür. Licht mit so einem Sichtfenster und Licht nach außen hin. Schauen wir mal, was sich dahinter befindet. What do we have here? Oh oh. Darf ich jetzt gerade. Darf ich hier in Forschung betreiben? Operative case. Our worst fears have been realized. The Lost Phenomenon has spread to Mobius operatives. We have theorized that the transformations are a result of memory override, but no operatives have been overwritten. Ich kann nicht mehr scrollen. We were able to quarantine and terminate an affected Mobius operative before he could transform. Perhaps his exposure to so many lost corpses in the pit made him susceptible. Whatever is causing this. Perhaps it's merely a coincidence. We are harvesting his Unity cerebral chip in the hopes that it will provide new data. Removal of intact cerebral chips is impossible with the extraction device. It's a relatively simple and automated process. Merely place the subject on the gurney and enter the extraction device's activation code. 0128. If they haven't removed this guy's chip yet, I can use it to get through that door and find Hoffman. Das ist wohl oder übel wahrscheinlich die Methode. Aber wo kann ich hier was eingeben? Gib ich den Code an. Oh mein Gott, unten noch der Kübel. Nicht. Ja. 0128, oder? Ah, so. 0128. Okay, beep. Let's see what happens. Guten Appetit, meine Freunde. Der blutet noch. So lange kann er noch nicht tot sein. God, he's already dead. I gotta get out of this lab.
Immer nett bleiben. Ist alles gut. Einige sind. Okay, hier rein. Alles gut soweit. Dass ich den nicht vielleicht irgendwie anlocken kann oder so. Einen von euch kriege ich auf jeden Fall. Wieso? Wieso tust du mich töten, wenn ich bitten sage? Sebastian. Wir müssen uns das nochmal ausmachen. Irgendwas willst du manchmal nicht. So. Ich weiß, dass ich verfolgt werde, aber ich versuche das mal so gut wie möglich zu. Ich hoffe, hoffentlich noch. Aber die Step-Step mache. Da ist der Step-Son. Ah, das ist aber blöd, wie der da gerade kommt, deswegen muss ich versuchen, nochmal rum. Sebastian, bitte. Sebastian, bitte. Okay. Sebastian! Nein! Du hättest nicht stabben können. Du hättest das gekonst. Du hättest es geschafft. Oh, das war, das schaffe ich. Nein, Sebastian. Sebastian, du musst doch das tun, was ich drücke. Sebastian. Sebastian! Warum habe ich keine Ausdauer mehr? Oh, da ist eine Crash-Hexe. Shit. Ganz schlecht. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich muss da vorbei, ich muss da vorbei. Ich laufe mal hier entlang und hoffe, dass ich das Ganze überlebe. Jo. So, zu weit. Einfach rausgehen. Ja, hab ich. Nein, warte nicht. Oh, fuck you. Ja, nett. About time. Ist jetzt zu spät, aber nett. Geil. Okay, weiter geht's. Und durch. Und rüber. Die Minuten haben gespart. Gib mir das. Und gib mir das. Und lass mich durch. Also. Wahnsinnige. Wurden die mich? Ja, so halbwegs. Ich komme da nicht durch. Okay, einmal diesen Hebel. War das gut? Oh. Interessant. Mal. Oh shit. Das sind ja sicher Hunde. Munition. Sammeln hier gerade so viel Munition. Shit is about to go down. Was kann stattfinden? Voices. Oh, Kerzen. Wisst ihr, wer da drin ist? Ich sag's euch. No! Theodore und Myra. Please stop! Don't let him control you! Just listen! Listen. His voice will tell you. You've got to resist him. Hoffman, stand back. No, he doesn't know what he's doing. Oh, ist das? Das ist der Typ. Liam, don't. Das ist Liam. What do you mean, Liam? Stay back. Großartig. Okay, auf den Kampf freue ich mich. Oh, lass die Maske oben, die ist cool. Stay out of my way, Sebastian.
O'Neill, what happened? Theodore showed me the way. I am his now. I helped him hide. And in exchange, he gave me a new life. A life as a slave. You'll never understand. For that, you'll burn! Okay, erster Schuss. Und das war schlecht. First Blood. So, ich mach mal Wasser. Ich glaube, das wird dir nicht zu viel gefallen. Fuck. Ja, das ist schlecht. Das sind überall Flammen. Kann ich vielleicht... Okay. Oh, ich muss weg. Ah, es war knapp. So, wo bist du? Typ da. Und weg. So, habe ich was an Dings? Nein. Okay, ich darf das nicht so unbestimmt machen. Ich muss hier was. I won't let him get away. I promise. Ich muss eine Möglichkeit finden, um ihn zu schädigen. Was kann ich hier benutzen, zum Beispiel? Oder kann ich wirklich einfach anschießen? Ich weiß nicht, ob das mir Schaden macht. Doch, macht Schaden. Und wieder weg, und weg, und weg, und weg. Bitte, Sebastian, du musst laufen. Nein, Sebastian, was tust du? Sebastian ist so langsam, wenn es so viel aus der Deckung herauszugeben. Schauen wir mal, wir kriegen das hin. Also dann. Listen to him. He'll change your mind like he did mine. Okay. Gut, keine Ahnung, wo er ist gerade. Oh, da hinten. Run all you want. You can't get out of here. Einen Headshot bekommen wir rein. Oh, er schießt. Und weiter geht's.
Oh fuck! Schnell weg, Sebastian! Ach Gott! Jedes Mal! Stop shooting fire! Ich möchte gerne wieder den Feuerlöscher aktivieren, da vorne ist er. Weg, Sebastian. Schaff. Oh, schafft sogar. Yes, Father Theodore. I told him. Heilung mehr. Schon. Fuck, beeil dich. Wow, nice. You must be cleansed. Und weg. Du sollst aufstehen, Sebastian. Dass das nicht leichter nicht funktioniert meistens. Das ist echt blöd. What the fuck? Du sollst aus dieser Deckung aufstehen, Sebastian. Ja, dann baue ich mir mal ein bisschen was an Munition nach. Machen wir mal. Oh ja, Explosiv. Ich mach mal drei. Nein, ich mach. Ach, ich habe nur zwei Nägel. Okay. Gut. Wo ist er denn, der Gute? Yes, Father Theodore. I told him. Ich muss nicht wieder runter, weil ich glaube, durch die Fensterscheibe kann ich nicht schießen. Ja, stimmt, die glitzernde Flasche, die Kryo-Dingens, habe ich gesehen. Habe ich dann, glaube ich, auch zerstört, wenn er in der Nähe war. Aber ich glaube, es hat nicht so viel gebracht. Ein bisschen was. Liam! He offered you freedom. And you turned it away. For what? Ich möchte dir etwas schenken. Es nennt sich Explosion. Ich schenke dir Explosion. I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise. Nice. Boom. Sagt er.
That won't come down easy. Sagst du jetzt? Nice. Yes, Father Theodore. I told him. That's it. I'm done playing with you. Oh shit. Erste Phase done, huh? Oh Gott, alles brennt. Ich brauche den Feuerlöscher. Master, I won't let him get away. I promise. It's gonna take more than that to stop me. Jobster. Hey, das ist eigentlich eine ganz gute Art zu kämpfen, ja. Kann er mich eigentlich nicht ganz so abschießen? Ich muss nur immer schauen, dass er rechts von mir ist. Gerade ganz gut. Oh shit, das ist er links. Okay. Und failed. Fuck you, Liam. Ich. Bleib doch rechts von mir. Ich will, dass du auf der rechten Seite bist. Ich will dich anschießen. Rotten all you want. You can't get out of here. Wow. Fünf Schuss noch. Oh, bleib rechts. Okay, soweit ist so gut. Vier Schuss noch. Wir müssen noch, dass er rechts kommt. Ja, rechts. Was tust du? What the fuck? Was war das? What the fuck? Ist da hinter mir Feuer oder was war denn das? Oh Gott. Was war denn das jetzt für ein. Mist. Na gut. Okay. Please stop! Don't let him control you! Just listen! Listen! His voice will tell you. You've got to resist him! Hoffman! Stand back! No! He doesn't know what he's doing! Liam! Don't! What do you mean, Liam? Stand back! Stay out of my way, Sebastian. O'Neill, what happened? Theodore showed me the way. I am his now. I helped him hide. And in exchange, he gave me a new life. Gotta put the flames out. Oh shit. The flames consume you. Na ja, gut, müssen wir was anderes machen. Wir machen erstmal gleich den. Never again. Come on, ernsthaft. Ist das wirklich das, was du tun willst? Gut.
nichts weiter brauchst du so. Absoluter. Shit. So, wir aktivieren jetzt erstmal hier die Feuerlöscher. Gut, wir machen uns gleich mal die zwei Explosionsbolzen, damit wir gleich mal ordentlich sein Leben runterprügeln. Kurz können wir auch gleich machen. Stockbolt machen wir auch gleich. Ein Stück mal. Hier von noch. Okay. Sind geared up. Oh, jetzt ist mein. I told him. Ah, die. Okay, ich verstehe schon an. Die Kryobehälter. Oh fuck. Zumindest einer ist hier in den Weg geöffnet. Das hier. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Fuck, warum ist da schon wieder Feuer? Nein! Das ist unfair. Dass ich da schnell laufen wegen dem blöden Health-Verlust. Okay. Nachladen! Schlechtes Moment. Damn you, Sebastian! I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise! Warum steigst du ins Feuer, Sebastian? Was ist da los? Warum kann ich das nicht verwenden? Okay. Yes, Father Theodore. I told him. Hat er immer noch die Maske oben? Ich habe ihn doch schon ziemlich viel abgezogen, schätze ich mal. Also im Vergleich zu vorher habe ich ihm beide Explosionsdinger schon reingeworfen. You'll never escape me. Sorry, Mister.
won't let him get away. I promise. Ach, komm on, Sebastian, was soll denn das? Bist du hier ständig von diesem blöden Feuer? Ort finden, wo die zweite Phase war, denn das war ziemlich gut zu kämpfen. Yes, Father Theodore. I told him. Was hier? Jetzt ist hier hier. Ach komm. You must be cleansed. Ist er direkt in der Mitte? Bist du? I'm sorry, Master. Let him get away. I promise. You never escape me. Ich höre, aber ich sehe nicht. Ich bin blöd mit dem Rauch. What the f? Warum schon? Ach, ich steige immer irgendwo dumm in ein Feuer rein. Das ist ja echt. Give in, all the confusion and guilt will go away. I'm oh fuck! I won't go down easy. Yes, Father Theodore. I told him. Ach komm, Sebastian, jedes Mal bei der dummen Ecke. Stop running! Fuck. You must be cleansed. I'm vier Schuss noch. I won't let him get away. I promise. Ernsthaft, das ist doch nicht möglich. Ich bin doch verarscht da. Und weg. Ja. Das glaube ich. Oh, das ist Munition! Take more than that to stop me. Was?
Yes, Father Theodore. I told him, let the flames consume you. Gut, keine Munition mehr. Was mache ich jetzt? Noch ein Heckenbolzen, was hilft mir nicht viel. Kann ich nicht noch was herstellen? Ja, ich kann noch eine Kugel herstellen. Warte, das ist echt schlecht. Vielleicht noch irgendwas. Ich muss ihn nachladen! Hat nicht gereicht. Meine letzte Hoffnung ist geschwunden. Ich habe keine Munition mehr jetzt. Oh, jetzt habe ich noch ein Messer. I'm not weak anymore, Sebastian. I won't go down easy. Mister. Whoa. Bitte, bitte, lauf weiter, lauf weiter. Never escape me! Schade. You must be cleansed. Ja, ist gut. Die Kiste. I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise. Oh, come on, ich dachte, ich kann ihn vielleicht von hinten irgendwie anstechen. Oh, God damn it! Ich brauche Munition! Munition! Irgendwas! Irgendwas, was ich schießen kann! Da liegt was geil. Shotgun Shells. Respawn die Munition, die war doch vorher auch schon da, oder? Ich meine, ich beklage mich nicht. Let the flames consume you. What? Okay, ich mach das jetzt mit diesem Eiskryo-Ding, weil der näher kommt. Yes, Father Theodore. I told him. Ah, das funktioniert. Sehr ungeil. Da muss ich jetzt nur noch einmal treffen und dann bin ich tot. Das gefällt mir nicht.
Kampf regenerieren. Ich finde schade, dass ich nicht auf seinen Beutel hinschießen kann. Beziehungsweise ich kann schon, aber es kommt nicht viel. I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise. Ich wünschte, ich könnte ihn von hinten stabben, aber ich glaube, er bemerkt mich jedes Mal, wenn ich das versuche. Oh shit, natürlich. Das ist ja dumm. Okay, ich laufe. Erstmal wegkommen und kurz verschnaufen, denn dann heilt sich meine Lebenspunkte wieder hoch ein bisschen. Shit, kann ich nicht verschnaufen. Das ist einfach viel zu nah. Boah, ist schon knapp. So, hier kann ich kurz verschnaufen. Schieß mich her, komm. Jetzt. Yes, Father Theodore. Das reicht noch immer nicht. I told him. Schon. Ja, die Munition respawnt doch wirklich. Sehr geil. What? Nein! Come on. Yes, Father. He won't bother us anymore. You died. Okay. Okay. Gut. Grundlegend die Mechanik absolut verstanden. Das Problem ist, glaube ich, noch einfach die Effizienz der Munition. Übersprungen, damit wir hier gleich weitermachen können. Und genau, erstmal nicht entlang. Ah, jedes Mal beim Blödsinn. Geht nicht. Jetzt muss ich erstmal zur anderen Seite rüber. Hoffentlich komme ich hier durch, ohne jetzt mal angeschossen zu werden. Gut so. Erstmal müssen wir nämlich zum anderen Feuerlöscher hin, damit wir da hier das Feuer löschen können. Zack, zack. Jetzt haben wir unseren Kreislauf des Todes aktiv. Wir müssen mit der Emotion diesmal wirklich effizient umgehen. Öfters treffen bzw. immer im Kopf treffen. Das Feuer da drüben ist noch nicht gelöscht, das ist schlecht. Warum nicht? I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise. Kommt er da? Ja, da. You'll never escape me. Mit Glück geht er jetzt direkt in der Flasche von, hä? Okay, komm her. Du Liam? Nein. Dummer Liam. Dummer Liam. Once you give in, all the confusion and guilt will go away. Liam? Schlechter, böser Liam. Yes, Father Theodore. I told him. Nichts machen. Halt sich das aus. Okay, er hat mich schon wieder gefunden. Gut. Zweiten Feuerlöscher. I'm not weak anymore, Sebastian. I won't come ganz genau, wo er sich befindet. Ich darf eigentlich keine Highlights mehr verwenden, bis ich zur zweiten Phase komme, weil die zweite Phase ist blöd wegen den Flammen, die überall rumstehen. Mich dazu verleiten, dass ich reinlaufe.
sure, Mister. I won't let him get away. I promise. So. Bin gleich. Ist schon ganz nahe sein. He offered me freedom. And you turned it away. For what? Okay. Stop running! Ist Neues. Er weiß auch, wo wir sind. Let the flames consume you. Nope. I refuse. Yes, Theodore. Whoop, whoop, whoop. Ach, fuck. Zu langsam reagiert. Blah. Das war sehr eloquent. Es ist so dumm. Diese Deckung ist so dumm. Jedes Mal bleibt er dahinter stehen und ich kann mich nicht mehr wehren. Wieso mach ich schon wieder die Deckung? Geh aus der Deckung raus. Das ist auch so schlecht funktioniert leider. I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise. Also die Kopfschüsse da gehen schon ganz gut. Das Problem ist halt immer noch, dass er zu viel von diesem Leben hat. Diesen Leben. Er ist einfach stark vom Leben her. Aber mit genug Trickserei. Ja. Was war da was? Habe ich da was gehört? Ich. Ja, aber das bilde ich mir ein. Bumm, hallo! Okay, das war Selfie. Ich jetzt mal. Stompen. Soll ich dafür mal stechen? Haha! Ich fühle mich jetzt gut. Scheiße. Weg damit, weg, 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 weg. I'm sorry, Master. I won't let him get away. I promise. Funktioniert so eigentlich ganz gut. Ich muss nur hoffen, dass ich. Lange. Jawohl, zweite Phase. That's it! I'm done playing with you! Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, fangen wir gar nicht erst an hier mit dem Feuerzeug. Da laufen wir weiter. Da habe ich schon die Kugeln übersehen. Das macht nichts. Bis dann gleich. Holz. So.
Yes, Father Theodore. I told him. Ammo. Oh, zurück, 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 zurück. Kann ich das anfangen hier? You can't get out of here. So, irgendwo gab es noch Shotgun Shells, die immer nachrespawnen. Ich hab ihn vergessen. Oh, wir haben noch beide. Oh mein Gott. Leute. Wir haben noch gar nicht gecraftet. Im Run. Das bedeutet, wir haben noch beide Explosionsbolzen. Die hauen wir ihm jetzt beide ins Gesicht. Bolzen. Also. Beide. Bitte. Schockbolzen nehmen wir uns noch zwei. Kein Ammo, nein. Schock-Ammo noch. Wollen wir noch zwei machen? Und noch eins. Okay. Damit muss es funktionieren, Leute. Das geht gar nicht anders. Wo ist er denn, der Kunde? Zündlöchchen. Zündbox. Machen wir ein bisschen. Ja, da schau. So. Da ist er ja, da ist er ja. Mr. Tinder. I'm sorry, Mr. I won't let him get away. I promise. Ja. Kommt er da? Das Gute ist, dadurch, dass er das Feuer bei sich hat, ist er immer so ein bisschen hell und leuchtend. Das heißt, ich kann ihn aus der Ferne besorgen. Sebastian! Listen to him. He'll change your mind like he did mine. Ah! You're gonna pay for that. It's gonna take more than that to stop me. Ja, ja, ich weiß. Aber nicht viel mehr, huh? You must be cleansed. Da ist die Shotgun Ammo. Zu wissen. Yes, so, Father wir Theodore. Haben noch Splitzzeugs. Wieso denn? Vielleicht ist er schon wieder um mich herum. Dingern. Das ist ziemlich gut, kann ich ihn nicht stunnen. Solange er gestunt ist, kann er mich nicht anfeuern, sondern dann muss er eine Schrott finden, das einfach ertragen. I'm sorry, Mister. Zwei gehen sich aus maximal. Wir kriegen das hin. Nochmal stunnen. Da bewegt sich gerade nicht so viel. So, zwei gehen sich aus. Sich weiter. Schon. Halt ein bisschen weniger aus, Dude. Das ist echt normal. Zwei gehen sich aus. Ja, und wieder zurück. Okay, wir haben noch zwei Blitzer und wir haben noch drei Schrotflinten. Oh shit, oh shit, oh shit. Er macht Feuer. Oh, papa. Okay, einer und der zweite. Wir müssen wieder weg. Wir müssen weg, sagt er. Ich hoffe, ich finde ja. Let the flames consume you. Ich mach noch einen Wasserspalt und hoffe, dass ich hier schon wieder rauskomme. Ja, ist gut. Hier muss ich Munition sammeln.
Oh, da ist er. Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Okay, er bleibt hier schön stehen. So, ich hab hier... Ach, oh, ich hab Blätter zu nachladen. Aber hier ist alles gut wieder. Warten wir mal hier ein bisschen auf ihn, um ein paar Kopfschüsse zu verpassen. Hoffentlich. Treffe ich... Oh, Gott. Oh, ja! 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 Leute. Thank you, Sebastian. Finally, free from his voice. From my fears. I was so scared. You've got to stop him. I can't stop him if I can't find him, O'Neill. He face shifted. He's not here. Not anywhere. The machine in the room next door. You've got to destroy it. What machine? He made me build it. To hide him. Destroy it. So that you can destroy him. Okay. Zerstören wir die Maschine. Zerstören wir ihn. What happened? How did O'Neill get turned into that thing? I don't know. I've been locked in my safe house since you left. When Liam called and asked me to meet him, I was so relieved to hear his voice. But he wasn't Liam. He was that thing. I tried to get through to him, but... You heard him. Theodore Wallace did something to him. Poor guy. I didn't want to have to kill him. You didn't have a choice. Theodore wasn't going to give him up. So what now? Let's take a look at this machine O'Neill was talking about. I think it's on the other side of the room where you found us. Let's go. Okay, was haben wir hier Schönes? This flamethrower's fuel tanks are damaged beyond repair. You'll need to find some replacements before you can use it. Flamethrower. I could use this, but it's broken. If I found the right parts... Wir eine Erinnerung vom verrückten O'Neill. Ah, das ist wahrscheinlich die Maschine. Okay. Aber das war's erstmal für heute. Das war Action genug. Das war ordentlicher Boss. Echt nicht schlecht. Gut. Aber echt cool, dass wir es noch geschafft haben. Und cool, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wann? Nicht morgen. Samstag? Samstag oder Sonntag? Ich denke mal Samstag. Passt. Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.